Nochmal kurz antesten. Ich meine, das kann ja im Grunde eigentlich auch so bleiben. Zu, meine ich damit. Okay, perfekt. Und dann, boom. Und dann, Control from here. Und decouple. Und jetzt sind wir nämlich da drauf. Und kriegen wir gar nichts mehr hin, weil ich den Docking Port angeklickt habe. Korrekt? Jawohl. Scheiße. Nochmal. Revert to launch. Ja, ist irgendwie auch nicht so, das Nonplusultra. Die Triebwerke dürften halt nicht aufsetzen. Außerdem sieht das Ding echt kacke aus. Okay. So. Boom. Rovemate, Control from here. So. Dann decouple. Na. Decouple. Note. Wupp. Und jetzt ist die Frage. Das Ding lässt sich nicht kontrollieren. Warum eigentlich? Rovi. Hä? Das ist ja nicht irgendwie der Sinn gewesen. Na, Rover, come on. Ja, genau. Mioink. Okay, und jetzt? Brakes. Oh, shit. Shit. Ich zähle das jetzt als Debris, ja? Boom. What was happening? Nochmal. To launch. Und dann machen wir direkt mal das Control from here. Wenn es denn gehen würde. Tut es aber nicht. Heißt, die sprengen wir erstmal ab. He? Boom. Okay. Control. Nope. Control from here. Decouple. Wupp. Ausgefahren. Und im Grunde. What? Why no? Achso, die Brakes, natürlich. Es funktioniert aber nicht. Warum funktioniert es nicht? Was hat er jetzt hier gerade angezeigt? Keine Controls, weil. Weil. Ja, warum? Sauber. So können wir nicht landen. Wegen dem Ding. Ja. Das liegt aber auch am Decouple-Ding. Gut, gehen wir nochmal zum Assembly. Und dann, ja, der Protective Shell ist sauber. Kann nochmal weg. Delete. Wupp. Und jetzt ist nochmal die Frage, wenn ich jetzt das Ding, nee, nicht so, sondern die Rovemate einfach nur da reinlege. Ob das funktioniert? Ich glaub's nicht. Jetzt bist du ja da dran befestigt, ja. Das ist ja auch nicht so sinnig. Aber irgendwie müssen wir dich ja gut. Vielleicht können wir dich auch einfach absprengen. Das weiß ich noch nicht. Ich rede gerade mit dem Teil. Ich glaub's ja wohl nicht. Und zwar nach oben weg. So und so. Und dann machen wir das Fairing nochmal zu. Müsste klappen. Oder auch nicht. Ja, doch. So, 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 so und fertig. So, sieht schon wieder aus wie UFO. Dann gucken wir mal, ob es so funktioniert. Alles kann ja nicht sein, dass das als Debris zählt, ja. Mann, ey, da müssen wir wieder Tests über uns ergehen lassen. Das ist ja echt abnormal, ne? Also erstmal weg mit dem Fairing. Und dann, yo, von mir aus, das und dann tauschen. Dann sagen wir dem Rovemate natürlich, Control from here. So. Ja, okay, das funktioniert. Jetzt kann ich nämlich hier nicht mehr drauf zugreifen, oder? Doch. Okay, cool. Da aber auch. Gut, jetzt ist es ja komplett getrennt.
Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir dann, wenn wir irgendwo gelandet sind, genau so da runterkommen. Wie machen wir das? Gut, gut, das ist eigentlich okay. Erstmal. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir die Rovemeter runterbekommen. Wie können wir das machen? Revert to Assembly. Falls uns hier nichts einfällt, müssen wir echt mal lunsen. Ich habe keine Ahnung, wie es sonst gehen soll. Utility. Es gibt nämlich keine Möglichkeit, irgendwelche Rampen oder sowas zu bauen, ja. Und das ist der Grund, warum die Dinger eigentlich oben drüber sein sollten. Damit er einfach da aufsetzen kann. Oder wir befestigen ihn einfach from behind. Und müssen halt strukturmäßig noch was Größeres verbauen. Pylon. Ah, mal gucken, was wir noch an Strukturmöglichkeiten haben. Ja, wir müssen, diese Spitze muss irgendwie funktionieren, ja. Aber wie? Weil eigentlich muss es ja flach aufliegen, damit ich auch eine Fläche habe, auf der ich fahren kann. Ja. Struktur, Actuators, not. Advanced Metalworks. Metalworks. APRS. Girder Segment, Stack Separator. Nope, nope, nope. Large Volume Containment. Nope. Ja, super. Also eigentlich irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Es sei denn, Composites. Da ist was drin. Kostet aber auch 300 Science. Ich pack's nicht. Zeig mal. Upscaled. Structure Panel. Structure Panel. Ja, die Paneele hier, die benötigen wir, um den da sauber rausfahren zu lassen. Anders wird's nicht klappen. Ich sehe das schon kommen, weil da müsste man das noch mit draufsetzen, damit er halt irgendwie die Möglichkeit hat, sich da rauszubewegen. Ja, anders wird's nicht gehen. Aber wir können trotzdem mal versuchen, ihn zu schützen. Delete Fairing, oder zu stützen, wollte ich sagen. Nicht schützen. Das müssen wir jetzt mal schauen, so dass er halt, ne, irgendwie die Möglichkeit hat. Irgendwie. Ja, an der Stelle. Womöglich. So. Ja, so zum Beispiel. Sich da zu bewegen. Theoretisch. Müssen wir natürlich schauen, ob das so klappt. Launch. Da müssten die Räder sich nämlich jetzt eigentlich nach oben drücken, wenn das gehen würde. Ich weiß es halt nicht, ja. Oder wir müssten ihn irgendwie abheben. An der Stelle. Ja. Control from here. Und dann. Ja, einfach eigentlich die Kappe. So, ja, da kann er sich nämlich jetzt bewegen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das wäre der Punkt, so. Und das ist dann nämlich das, was wir eigentlich machen wollen. Mhm. Okay, gut. Revert to Assembly, Alter. Also mit der Landung hatten wir ja letztes Mal echt noch Probleme, das ist es halt. Ja, wenn wir die jetzt ein bisschen nach oben drücken könnten. Aber es geht nicht, ne? Das geht leider nicht. Also pflücken wir das nochmal ab. Gucken nochmal nach Struktur. Ja, das ist zu beschissen. Das ist zu klein. Ein Strukturpylon, ja, super. Small Hardpoint. Der ist halt auch hart, ja. Aber not hard enough. Ja, eigentlich müsste man hier so die Dinger da drunter setzen. Unter die Reife. Hier der kleine. Der kleine! Mal gucken. Nee, das geht nicht. Wir brauchen diese. Oder warte mal, Aerodynamics. Vielleicht haben wir hier was. Was das? Sowas zum Beispiel, ja. Ist zwar ein fucking Wing Connector, der auch eigentlich viel zu groß ist, sehe ich gerade. Aber, wenn wir den da drunter legen könnten. Ja. Vielleicht gibt es hier noch eine Ecke. Besser.
Ja, das könnte passen. Und dann einmal, nee, nicht so, sondern so. Wo bist du? Da. Ja, das ist nix. Das ist nix. Dann müssen wir die großen nehmen. So. Drehen. Ja, das passt eigentlich schon dann. Wenn er nicht so groß wäre, aber was willst du tun? Mal gucken, ob wir damit da drüber kommen. Build Fairing. Ja, okay. Jetzt müsste er nur noch ein Stückchen weiter nach oben. Alles klar. Cancel that. Das machen wir jetzt aber mit dem Offset, beziehungsweise, nee, Place. Und dann mal 2. Und zwar auf die Höhe hier. So. Und jetzt stelle ich mir nämlich die Frage, was passiert? Wir lassen das Fairing jetzt nochmal weg. Was passiert, wenn wir die kappeln? Und passiert das jedes Mal? Muss getestet werden. Boah, Wochen über Tests, aber das sieht gut aus. Jetzt sind die Räder nämlich genau so, wie ich sie haben will. Wenn ich jetzt sage, Rove Mate, Control from here, und die kappel das, fliegt sie natürlich erstmal weg. Was jetzt auch nicht Sinn der Sache ist, das muss langsamer gehen. Aber dann kommen wir nämlich einfach da runter. Okay, stop. Okay, ist ja auch erstmal egal. Revert to Assembly, das muss noch ein Stückchen runter, weil sonst fliegt die hier jedes Mal weg wie Sau. Ne? Das geht nicht. Offset. Vor allem, wenn wir kaum Gravitation haben, wäre das echt schlecht. So. Okay, das nimmt jetzt schon mal Gestalt an. Gucken wir nochmal. Wir müssen natürlich echt gucken, dass er nicht puff macht und weg ist, ja. Es darf nicht so sehr fliegen, aber das ist schon mal einiges wert. Der Spaß hier. Control from there. Come on. Und decouple. Ja, die fliegt jetzt jedes Mal weg. So, jetzt müssen wir natürlich nur noch gucken, dass wir hier sicher runterkommen. Und uns dabei nicht überschlagen. So, und da fängt es nämlich jetzt schon wieder an. Nun ja. Das Fairing ist auf jeden Fall gegeben. Das geht ab. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was ausbessern wahrscheinlich. Gucken, dass das Ding da runterfahren kann. Aber dann ist das Fairing auch schon wieder zu heftig. Wir müssen auf einer Seite gucken, dass es runterfahren kann. Komplett. Das heißt auch am Fairing vorbei, ne? Build Fairing? Geht nicht, ne? Scheiße. Okay, gut, das geht nicht, weil das im Weg ist. Jetzt müssen wir die Dinger tatsächlich verkleinern. Nun gut. Und natürlich dafür sorgen, dass er nicht wegfliegt. Aerodynamics, dann gucken wir nochmal. Das waren die, ne? Die sind noch größer. So wie ich das sehe, Alter, sind die groß? Okay, schade. Type A, come on. Der ist auch riesig. Könnte man natürlich benutzen, aber sollten wir nicht. So, das sieht besser aus. Dann, nee, nicht so. So. Ja, der sitzt auf jeden Fall. Okay. Mal 2. Die können wir jetzt auch weiter runtersetzen. So. Dann müssten wir natürlich wirklich gucken, dass wir nicht so viel Rückstoß haben. Also, Launch. Ist jetzt wieder mal Testfolgen über Testfolgen, was willst du machen? Dann Control from here. Und decouple. Gut, da ist jetzt nicht weggeflogen. Und, wow, wow, what the fuck was that? Ich meine, okay, wir sind gelandet, aber das war irgendwie revert to launch. Irgendwie nicht so.